Herzlich willkommen bei der Einstiegsveranstaltung der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Wir wollen von heute an jeden Monat einmal eine Veranstaltung anbieten, bei der wir gerne ein Angebot machen wollen für diejenigen, die sich vielleicht für die Endlagersuche interessieren, aber noch nicht den richtigen Einstiegspunkt gefunden haben. Schön, dass Sie da sind. Wir streamen diese Veranstaltung auch bei YouTube und ich sage mal Richtung YouTube. Sie sind herzlich willkommen, sich auch in die Zoom-Konferenz einzuwählen. Bei der Beschreibung der Veranstaltung finden Sie den Link. Sie können sich gerne auch noch einwählen und direkt mit uns interagieren. Ich bin Dagmar Dehmer, ich leite die Unternehmenskommunikation bei der BGE und freue mich sehr, Sie jetzt durch diese Veranstaltung zu begleiten. Wir haben zwei Fachleute hier mit dabei. Sie sehen Sönke Reiche, der direkt bei der Endlagersuche mit beschäftigt ist. Er ist einer der Abteilungsleiter in dem entsprechenden Bereich. Und Jan Schürholz gehört zum Team der Unternehmenskommunikation, beschäftigt sich auch mit der Standortauswahl, aber eher mit der kommunikativen Seite der Standortauswahl. Und an Jan Schürholz würde ich jetzt auch tatsächlich zunächst mal das Wort übergeben. Wir werden zunächst mal eine kurze Einführung machen, wie wir gelandet sind, wo wir jetzt sind, nach der Veröffentlichung eines ersten Zwischenergebnisses in der Endlagersuche und was als nächstes so kommt und stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Also wenn Sie Verständnisfragen haben, fragen Sie ruhig gleich und ansonsten beantworten wir gerne, was es zu beantworten gibt oder diskutieren das gerne im Anschluss. Und jetzt kann Jan Schürholz mal loslegen. Vielen Dank. Dann warte ich mal kurz auf die Präsentation. Super, vielen Dank. Genau, Endlagersuche, wie geht das? Von dem hat es gerade schon, ja, jetzt, war schon angesagt, eine Einführungsveranstaltung. Wo kommen, also warum suchen wir eigentlich ein Endlager? Was ist das Ziel? Wo haben wir die Daten halt her? Wir wollen einen Überblick geben, wie wir zu unserem Zwischenbericht Teilgebiete gekommen sind, Ihnen unter anderem die interaktive Karte vorstellen, mit der Sie unsere Ergebnisse auch einfacher visualisiert nachvollziehen können und Ihnen einen kleinen Ausblick geben, wie es jetzt in den nächsten Schritten und Phasen weitergehen wird. Und das ist der grobe Inhalt des heutigen Abends. Warum suchen wir eigentlich ein Endlager? Deutschland nutzt seit 1957 Kernenergie. Das Problem ist, bis heute gibt es kein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Im Juni 2011 hat dann der Gesetzgeber beschlossen, aus der Nutzung der Kernenergie auszusteigen. Allerdings gab es auch da noch keine wirkliche Lösung für die radioaktiven Abfälle, besonders für die hochradioaktiven Abfälle. Und erst mit dem Standortauswahlgesetz 2017 wurde der Weg geebnet für die jetzige aktuelle Standortsuche, das Standortauswahlverfahren, in dem wir uns jetzt gerade befinden und wo wir im September letzten Jahres den Zwischenbericht Teilgebiete praktisch als ersten Meilenstein halt absolviert haben. Warum wir ein Endlager brauchen, wird deutlich, wenn man die Zahlen sieht. Wenn Ende nächsten Jahres alle Kernreaktoren abgeschaltet sind in Deutschland, werden rund 1900 Kastoren in den Zwischenlagern lagern. Das sind rund 10.500 Tonnen radioaktive Abfälle, hochradioaktive Abfälle aus den Brennelementen und aus der Wiederaufbereitung. Das sind zwar nur 5% des radioaktiven Materials, aber diese 5% besitzen halt 99% der Aktivität. Und das ist schon eine ziemliche Hausnummer, mit der wir da halt umgehen müssen. Dazu kommen noch schwach- und mittelradioaktive Abfälle, die beim Rückbau der Kernkraftwerke entstehen, allerdings auch in der Forschung, in der Technologie, halt in der Wirtschaft.
die entgelagert werden müssen. Dafür errichten wir gerade das Endlager Konrad in Salzgitter, welches bis 2027 fertiggestellt sein soll. Allerdings ist das Gesamtvolumen an den radioaktiven Abfällen am Ende rund 600.000 Kubikmeter schwache und mittlere radioaktive Abfälle. Unter anderem halt 200.000 Kubikmeter aus der Asse, wo wir die radioaktiven Abfälle wieder zurückholen müssen. Und noch weitere 100.000 Kubikmeter, deren Endlagerung offen ist. Und das Standortauswahlgesetz sagt uns oder gibt uns vor, dass wir prüfen sollen, ob am Standort für die hochradioaktiven Abfälle nicht auch die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle gelagert werden können. Voraussetzung ist allerdings, dass die Sicherheit der Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle in keinster Weise gefährdet ist. Also wenn wir das nicht ausschließen können, dann werden diese schwach- und mittelradioaktiven Abfälle nicht dort gelagert. Das Ganze folgt nach festen Grundprinzipien, die im Standortauswahlgesetz festgeschrieben sind. Zum einen soll die Endlagerung in Deutschland stattfinden. Das hat auch den Hintergrund, dass wir diesen Abfall ja verursacht haben und wir es nicht zulassen können, ethisch und moralisch, dass andere Nationen sich mit unserem Abfall beschäftigen müssen. Einfach zu kompliziert, zu aufwendig und vor allem zu lange, diese Sicherheit zu garantieren. Die Endlagerung soll tiefengeologisch erfolgen. Das Ganze soll die bestmögliche Sicherheit für einen Zeitraum von 1 Million Jahre bieten. 1 Million Jahre ist ein Zeitraum, den können die wenigsten tatsächlich überblicken. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Und deswegen sagen wir auch, dass die tiefengeologische Entlagerung die beste Variante ist, weil alles, was an der Erdoberfläche steht, einfach auch dem natürlichen Zerfall unterliegt und gewartet werden muss. Während wir in der tiefengeologischen Entlagerung uns die Eigenschaften der Geologie zunutze machen können. Unser Verfahren ist wissenschaftsbasiert und transparent. Das ist zumindest ein Anspruch, den wir haben. Das heißt, wir kommunizieren auch unsere Erkenntnisse, informieren über unsere Tätigkeit und unser Verfahren soll selbst hinterfragend sein. Das heißt, wir sind nicht einfach darauf festgelegt, in eine Richtung weiterzurennen, sondern wenn wir feststellen, dass es andere Alternativen gibt, die im Sinne des Standortauswahlgesetzes sind, dann betrachten wir die auch und berücksichtigen die auch. Bewerten die und gehen damit dann weiter um. Und wir sind eine lernende Organisation, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass wir in der Vergangenheit durchaus nicht immer transparent waren. Und deswegen wollen wir jetzt auch lernen und entsprechend weiter vorangehen. Das Standortauswahlgesetz gibt uns das weiter auf den Weg, dass wir die radioaktiven Abfälle rückholbar halten sollen. Das heißt, während des Betriebes müssen wir jederzeit in der Lage sein, die radioaktiven Abfälle wieder zurückzuholen, damit wenn unten ein Störfall passiert, nichts weiter passiert. Und nachdem das Endlagerbergwerk verschlossen ist, müssen diese radioaktiven Abfälle für 500 Jahre wieder geborgen werden können. Und zwar ohne größeren technischen Aufwand. Das heißt, wir müssen jetzt schon mitdenken, wenn etwas passiert, wie können wir die dann wieder bergen. Auch das müssen wir jetzt schon im aktuellen Verfahrensstand mit andenken und mit jedem weiteren Verfahrensschritt weiter konkretisieren, in Planungen, in Überlegungen. Das Verfahren selbst gliedert sich in mehreren Phasen, unterteilt nochmal in verschiedene Schritte. Aktuell befinden wir uns in der Phase 1 am Ende oder nach dem Schritt 1. Die Teilgebiete haben wir bereits ermittelt. Und am Anfang des Schritts 2, wo es darum geht, diese Teilgebiete zu Standortregionen einzugrenzen. Ausgangspunkt war die weiße Landkarte. Das heißt, wir haben die Fläche der Bundesrepublik Deutschland komplett neutral betrachtet. Es gab also keine Vorfestlegung auf einen Standort oder auf ein Gebiet, genauso wenig wie Gebiete von vornherein ausgeschlossen wurden. Das heißt, komplett wertneutral sind wir an die Sache rangegangen, haben dazu die geologischen Daten Deutschlands bei den staatlichen geologischen Diensten praktisch abgefragt und haben auf diese Daten dann zunächst einmal die Ausschlusskriterien angewendet, auf die
Herr Dr. Reiche gleich etwas näher eingehen wird dann in seinem Teil. Das heißt, wir haben erstmal geguckt, wo kommt ein Endlagerstandort überhaupt nicht in Frage, weil die Geologie es überhaupt nicht zulässt, weil dort Vulkanismus vorherrscht, weil dort aktive Störungen sind, weil dort aktiver Bergbau war in den entsprechenden Bereichen, wo ein Endlager in Frage kommen könnte. Diese Gebiete wurden dann tatsächlich ausgeschlossen. Dann in einem nächsten praktisch Teilschritt, haben wir dann geschaut, wo in den verbleibenden Gebieten halt erstmal die Grundbedingungen halt erfüllt sind. Also wo gibt es überhaupt halt das entsprechende Würzgestein? Wir suchen ja in drei Gesteinsformationen, sage ich mal, in drei Würzgesteinen, nämlich in Salzgestein, Tongestein und in Kristallingestein, was den meisten so als Granit noch eher ein Begriff ist. Diese Gesteine haben unterschiedliche Vorteile und alle sind erstmal grundsätzlich geeignet, aber halt an den verschiedenen Standorten bzw. Regionen hier in Deutschland halt mal besser, mal schlechter. Und das gilt es jetzt halt herauszufinden, zu ermitteln, wo ist der bestmögliche Standort ist. Das heißt, wir haben dort erstmal schon mal ausgesiebt, haben dann die entsprechenden Gebiete nochmal gegeneinander abgewogen, die wir dort identifiziert hatten und sind so zu unseren Teilgebieten gekommen. In dem nächsten Schritt geht es nun darum, diese Teilgebiete zu Standortregionen weiter einzugrenzen, bevor dann wir die Standorte vorschlagen und der Gesetzgeber dann entscheidet, wie wir weiter in Phase 2 vorgehen sollen. In Phase 2 wird dann übertägig geschaut, also immer noch an der Erdoberfläche halt, sodass wir dort weiter Gebiete eingrenzen können. Auch dort wird wieder ein Vorschlag von uns erarbeitet, über den der Gesetzgeber dann entscheidet, um dann in Phase 3 letztendlich tatsächlich unter die Erde zu gehen und unter der Erde zu schauen, halt, wie ist dort die Geologie, um dann weiter die Kriterien zu verfestigen, die wir halt anlegen an diesen Endlagerstandort, um den besten möglichen Endlagerstandort zu finden. Und das Ganze soll bis 2031 erfolgt sein. Wenn 2031 dann die Standortentscheidung gefallen ist oder fallen wird, könnte das Endlager 2050 dann seinen Betrieb aufnehmen. Und die Einlagerungszeit, da gehen wir davon aus, dass es dann rund 40 Jahre dauern wird. Also im wahrsten Sinne des Wortes eine Jahrhundertaufgabe. Genau. Auf die Kriterien wird nun im Folgenden der Dr. Reiche eingehen. Sönke, du bist dran. Danke, Jan. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich übernehme an der Stelle, und Sie haben es gerade gesehen, auf dem Phasendiagramm des Standortauswahlverfahrens, was ja im Prinzip das Gesetz mit den jeweiligen Phasen widerspiegelt, sind wir in der ersten Phase, und die untergliedert sich in zwei Kästen. Und der erste Kasten, das ist der Schritt 1, den haben wir abgeschlossen, und jetzt befinden wir uns am Anfang von Schritt 2, aber insgesamt noch am Anfang des Gesamtverfahrens. Und das Besondere an dem ersten Schritt des Standortauswahlverfahrens und an der gesamten ersten Phase ist die Tatsache, und ich springe direkt mal auf diese Folie hier, dass die gesamte Bewertung von Gebieten auf Basis existierender Daten erfolgt. Das heißt, die BGE erhebt keine neuen Daten, wir erkunden nirgendwo, sondern wir nutzen Daten, die es schon gibt. Die gibt es in erster Linie bei den staatlichen geologischen Diensten. Es gibt sie auch bei den Bergämtern, und diese Daten, die fragen wir ab. Und dann ist es sozusagen unsere Datengrundlage, um die Kriterien, Anforderungen und jetzt im zweiten Schritt auch die Sicherheitsuntersuchungen durchzuführen. Ich habe Ihnen mit dieser Folie einmal so einen ganz groben grafischen Überblick mitgebracht, wie das Datenmanagement bei uns aussieht, weil das ist wirklich ein Riesenthema. Sie können sich vorstellen, deutschlandweit prüfen wir letztendlich die Kriterien ab, und da kommt tatsächlich an Daten einiges zusammen. Das ist für ein einzelnes Ausschlusskriterium, können das mal schnell sechsstellige Beträge sein von sozusagen Einzelinformationen, wenn Sie zum Beispiel an eine Störungszone denken.
Diese Daten, die wir bei den geologischen Diensten in erster Linie abfragen, die gehen dann bei uns ein in verschiedener Form. Wir bekommen DVDs, Festplatten und so weiter und so fort. 350 Stück solcher Datenlieferungen sind inzwischen bei uns eingegangen. 41 Institutionen haben uns Daten geliefert. Und dann ist es sozusagen an uns, das Ganze durchzuarbeiten, zu sichten, zu prüfen, in die Datenbanksysteme einzuspielen, in verschiedene Kategorien zu unterteilen, weil wir haben ja unterschiedliche Informationen. Manche stellt man eher auf einer Karte dar, manche möchte man sich eher in so einem 3D-Fenster angucken. Das sind dann zum Beispiel die geologischen Modelle. Und je nachdem, was für Datentypen wir eben haben, durchlaufen die verschiedene Prozesse. Einige dieser Daten, zum Beispiel zu den Ausschlusskriterien, haben wir homogenisiert. Wir haben die Koordinatensysteme gleich gemacht. Zum Beispiel haben sozusagen die Attribute, also die Eigenschaften, die mit den jeweiligen Daten verbunden sind, ebenfalls gleich gemacht, sodass man dann am Ende eine homogene Datenbasis als Bewertungsgrundlage hat. Das ist dieser Weg, den die Daten durchlaufen, mit vielen Schritten verbunden. Und da sind viele Menschen bei uns aktiv dran beteiligt, diese Daten eben einzuspeisen, zu prüfen und zu sichten. Gleichzeitig sind die Daten eine wichtige Grundlage, um überhaupt diese Anwendungsmethoden zu entwickeln. Also wenn Sie sich das Standortauswahlgesetz angucken, dann stehen da die Ausschlusskriterien, da steht, dass zum Beispiel eine aktive Störungszone ausgeschlossen werden soll. Und dann fragen Sie sich natürlich als Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler, die das konkret bearbeiten, naja, wie mache ich denn das jetzt? Also was für eine Information nehme ich und wie kann denn so ein ausgeschlossenes Gebiet überhaupt aussehen? Und diese Methoden, die dahinter stehen, entwickeln wir natürlich auch an der Realität der Daten, die wir verfügbar haben. Deswegen ist dieses Zusammenspiel aus Informationen, die bei uns eingehen, und Entwicklung des methodischen Vorgehens zum anderen ganz, ganz wichtig. Ich hatte so ein paar Datentypen, die wir bekommen haben, schon genannt. Stellen Sie sich Bohrdaten vor, also Messungen in Bohrungen oder letztendlich die Schichtinformationen vom Untergrund, geologische Karten verschiedenster Art mit Störungszonen, Gesteinseigenschaften. Wir haben geologische Modelle, das sind Informationen und natürlich alles Mögliche an Literaturinformationen, die wir im Standortauswahlverfahren bisher verwendet haben. Jetzt ist es so, dass das Standortauswahlgesetz uns aufschreibt, und das ist inhärent in diesem Transparenzgedanken des Verfahrens natürlich ebenfalls drin, dass wir die Daten, welche eine Entscheidungsgrundlage für uns waren, um zum Beispiel ein ausgeschlossenes Gebiet oder am Ende ein Teilgebiet zu ermitteln, auch veröffentlichen müssen. Und jetzt mag man sich manchmal fragen, naja, warum sind denn diese Daten allesamt noch nicht öffentlich? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel nachvollziehen wollen, auf welcher Datenbasis wir Teilgebiete ermittelt haben, dann werden Sie den allergrößten Teil dieser Daten bereits vorfinden, aber nicht alle. Und die Tatsache, dass das eben noch nicht vollständig passiert ist, hängt zusammen mit dem Geologiedatengesetz und dem Prozess, der dahinter steht. Denn diese Daten gehören ja, die liegen bei den staatlichen geologischen Diensten vor, aber die haben ja Eigentümer, die gehören Firmen, zum Beispiel der Erdöl-Erdgasindustrie, und die können nicht einfach so veröffentlicht werden, sondern die durchlaufen im Prinzip einen bestimmten Prozess, den möchte ich Ihnen gleich einmal ganz, ganz übergeordnet zeigen. Wichtig vielleicht an der Stelle festzuhalten ist, dass wir sämtliche geologischen Modelle vollständig veröffentlicht haben. Sie können sich die im Internet auch in 3D angucken, das machen wir heute nicht zusammen. Ich möchte Ihnen lieber die GIS-Karte zeigen, die wir haben, aber Sie kommen da relativ leicht hin über unsere BGE-Endlagersuche-Seite. Wir haben zu den Ausschlusskriterien knapp 90% der Daten veröffentlicht und gut 60% der Daten zu den Mindestanforderungen und Abwägungskriterien. Das ist ein Prozess, der schreitet voran und immer mehr Daten werden sukzessive veröffentlicht. Und man kann sich das grafisch mal so ein bisschen klar machen. Wir haben versucht, das Geologiedatengesetz und einmal so ein bisschen grafisch aufzubereiten. Und vielleicht noch zwei Sätze dazu vorab, die mir immer wichtig sind zu nennen hier. Dieses Geologiedatengesetz, das ist noch nicht so alt. Das gibt es jetzt ein gutes Jahr und das ist wirklich ein Meilenstein in Richtung Datentransparenz im gesamten Standortauswahlverfahren. Das hat das Lagerstättengesetz von 1934 abgelöst, auf dessen Basis man im Prinzip diese Datentransparenz überhaupt nicht hätte herstellen können. Entschuldigung, für das Standortauswahlverfahren. Das ist mit dem Geologiedatengesetz grundsätzlich anders. Da steckt ein Prozess dahinter, der dauert ein bisschen. Das kommt darauf an, was für Daten Sie haben. Und das habe ich hier oben mal aufgeschrieben. Sie haben letztendlich drei Schubladen, Nachweisdaten, Fachdaten und Bewertungsdaten. Und je nachdem, in welche dieser Schubladen Sie landen,
Das hier zum Beispiel kann nur ein Punkt auf der Koordinate sein, wo so eine Bohrung liegt. Hier sehen Sie die Messdaten, die aufgenommen worden sind in der Bohrung unter Fachdaten. Und wenn das Ganze dann noch aufwendig geologisch interpretiert wird, dann haben Sie sozusagen hier den höchsten Anteil an geistigem Eigentum, landen in dieser Bewertungsdatenschublade. Und dementsprechend, wenn das Ganze dann auch im nicht staatlichen Besitz ist, haben Sie hier ein Bereitstellungsverfahren, was möglich ist, aber was eben eine ganze Zeit in Anspruch nehmen kann. So, und je nachdem, in welcher Schublade Sie sich hier wiederfinden, dauern eben diese Prozesse, die in so einer Art Ping-Pong-Spiel zwischen der BGE und den zuständigen Behörden, den staatlichen geologischen Diensten passieren, entsprechende Zeiträume. So viel vielleicht jetzt. Man könnte darüber noch viel sagen, über dieses Geologiedatengesetz, aber ich möchte auch noch ein kleines bisschen über die Kriterien und Anforderungen reden. Herr Schürholz hatte das angedeutet. In Schritt 1 der Phase 1 gab es letztendlich so einen Dreiklang aus Kriterien und Anforderungen, die dann am Ende zum Ergebnis, nämlich den Teilgebieten, geführt haben. Und das waren die Ausschlusskriterien, die Mindestanforderungen und die Abwägungskriterien. Die Ausschlusskriterien sind 6 Stück an der Zahl. Das sind großräumige Vertikalbewegungen, das sind Störungszonen, also letztendlich hier beides Dinge, die auf die dynamische Erde zurückgehen, also letztendlich geodynamische Prozesse, die dahinter stehen. Genauso ist es auch bei vulkanischer und seismischer Aktivität. Dann haben Sie hier in dem dritten Kriterium Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätigkeit, letztendlich menschgemachte Einflüsse auf das Gebirge drin stecken. Sie würden Ihr Endlagerstandort nicht dort suchen, wo es bereits ein Bergwerk gibt. Das kommt nicht in Frage. Insofern wirkt das hier auch als Ausschlusskriterium. Und überall dort, wo Sie nachweislich im Untergrund junges Grundwasser haben, würden Sie ebenfalls keinen Endlagerstandort definieren. Das hat was damit zu tun, dass natürlich dieses junge Grundwasseralter dafür steht, dass das Wasser, was Sie in einer bestimmten Tiefe finden, relativ kürzlich letztendlich in Verbindung mit der Erdoberfläche gestanden haben muss. All das führt zu ausgeschlossenen Gebieten. Das Ergebnis sehen Sie jetzt nicht nach Kriterium differenziert, sondern einheitlich in dieser Karte dargestellt. Diese großen Flecken hier unten zum Beispiel in Süddeutschland gehen zurück auf das Ausschlusskriterium Seismizität. Dem liegt eine Erdbebennorm zugrunde. Sie sehen hier den Eifelvulkanismus zum Beispiel. Und alles, was hier so lineamentförmig wirkt und teilweise aber auch aus der Distanz punktförmig, sind aktive Störungszonen, die als ausgeschlossene Gebiete ermittelt worden sind. Für alles das, was jetzt nicht blau ist auf der Karte, sondern weiß, würden Sie einen Schritt weitergehen und dann die Mindestanforderungen anwenden, die ich Ihnen schematisch auf dieser Folie mitgebracht habe. Und die Mindestanforderungen, das sind 5 Stück, definieren letztendlich das, was man mindestens mal braucht. Man braucht ein Wirtsgestein im Untergrund, das muss ausreichend mächtig sein. Natürlich wollen wir ein Gestein haben, was dicht ist, also was eine sehr geringe Gebirgsdurchlässigkeit hat, wo Wasser letztendlich nicht durch kann. Es muss ausreichend tief liegen, das macht Sinn, vor dem Hintergrund, dass es ja auch Erosionsprozesse gibt, die die Erdoberfläche abtragen über die Zeit. Denken Sie zum Beispiel an Vergletscherung, denken Sie an Flusserosion. Mindestens 300 Meter unter der Geländeoberfläche, alles darüber ist sozusagen nicht Gegenstand des Suchverfahrens. Und natürlich brauchen Sie auch genug Fläche, um dann am Ende ein Endlagerbergwerk aufzufahren. Und Sie müssen sicherstellen, dass der Erhalt der Barrierewirkung sozusagen für 1 Million Jahre gewährleistet ist, beziehungsweise dass nichts offensichtlich dagegen spricht an dieser Stelle. Wenn Sie das alles abprüfen, und das haben wir gemacht in erster Linie auf Basis von Bohrungsdaten und geologischen Modellen, dann ermitteln Sie Gebiete, die die Mindestanforderungen erfüllen, und die sind hier in blau dargestellt. Das ist eine ganze Menge, wie Sie sehen. Die Tatsache, dass das so viele sind, hat aber auch mit dem Ansatz der BGE zu tun, wie diese Mindestanforderungen abgeprüft sind. Denn viele der existierenden geologischen Modelle, die es gibt, und in den meisten Bundesländern gibt es solche Ländermodelle, die grenzen im Untergrund Schichten nicht auf Basis von Gesteinseigenschaften ab. Also Sie haben da keine scharfe Linie zwischen, zum Beispiel hier haben Sie einen Tonstein und darüber liegt ein Kalkstein, sondern Sie haben letztendlich Zeitscheiben da drin. Also das nennen wir dann bei uns stratigraphische Horizonte, die Zeitscheiben im Untergrund definieren. Und wenn wir so eine Zeitscheibe
vorliegen hatten. Und wir haben nachweisen können, dass innerhalb dieser Zeitscheibe Wirtsgestein in ausreichender Mächtigkeit vorliegen kann. Dann wurde im Prinzip auf Basis dieser Informationen die Mindestanforderung als erfüllt angenommen. Das wirkt tendenziell überschätzend. Die Gebiete, die die Mindestanforderungen erfüllen, waren am Ende, und das ist der letzte Schritt, Gegenstand der geowissenschaftlichen Abwägung. Die Abwägungskriterien sind die kompliziertesten von allen. Deswegen gehe ich da nicht einzeln durch. Sie finden im Standortauswahlgesetz jedes dieser 11 Kriterien in verschiedenen Anlagen dokumentiert. Und in jedes dieser Kriterien gehen dann nochmal einzelne Indikatoren, sodass Sie am Ende tatsächlich 40 verschiedene Indikatoren bewerten müssen. Und Sie können das machen, und das haben wir getan, zu einem großen Teil auf Basis von Referenzdatensätzen, weil wir an den verschiedenen Orten noch keine Daten verfügbar hatten. Also das heißt, diese Referenzdatensätze charakterisieren dann mehr das Gestein als das bestimmte Gebiet und sind dann im Prinzip in diesen Abwägungsprozess gegangen, an dessen Ende ein Gebiet stand mit einer geologisch günstigen Gesamtsituation, was dann zum Teilgebiet geworden ist. Und die Teilgebiete sind im Prinzip Gegenstand unserer aktuellen Arbeit. Hier werden wir weiter eingrenzen. Und wie die Teilgebiete verteilt sind in Deutschland, das zeigt Ihnen diese bunte Karte. Die ist bunt, weil wir verschiedene Wirtsgesteine differenzieren. Wir haben in hellblau Teilgebiete in flachlagernden Salzformationen. Wir haben in orange Teilgebiete im kristallinen Wirtsgestein. Dann haben wir hier dieses helllila vielleicht. Das sind Tongesteine, die relativ jung sind, tertiäre Tone. Dann hier in dunkellila, das sind ältere Tongesteine, prätertiäre Tone. Und alles, was hier so klein und grün ist, das sind steil stehende Salzstrukturen, also meistens Salzstöcke. Das ist das Ergebnis. Wir können das Ganze auch nochmal statistisch darstellen, aber ich glaube, das ist vielleicht weniger spannend, da jetzt im Detail durchzugehen. Sie sehen das mit einem Blick auf der Karte, dass es eben relativ großflächige Teilgebiete sind. Sie bedecken 54% der Fläche Deutschlands. Das sind nicht 54% des gesamten Suchraums, den Sie sich ja in 3D zwischen 3 und 1500 Meter vorstellen müssen. Also aus diesem gesamten dreidimensionalen Suchraum ist jetzt nicht mehr als die Hälfte übrig, sondern vielleicht, keine Ahnung, 10-15%. Aber an die Erdoberfläche projiziert sind es eben 54% der Fläche Deutschlands. Jetzt versuche ich hier, jetzt klappt es, gerade wollte er nicht weiter, genau das hatte ich gesagt. Wir gucken uns jetzt nicht die Fläche jedes einzelnen Wirtsgesteinstyps an. Ich glaube, das ist weniger spannend. Die Karte zeigt das eigentlich schon ganz gut. Und an der Stelle würde ich gerne einen kurzen Haltepunkt machen, um mit Ihnen um Ihnen vorzustellen, wie wir das Ganze auch bei uns auf der BGE-Homepage interaktiv visualisiert haben in Form unserer interaktiven Karte. Das ist noch von vorhin, da hatte ich mich schon mal so ein kleines bisschen ausgetobt. Also Sie können sich die Teilgebiete angucken und Sie sehen hier auch zum Beispiel einige Daten auf unserer Internetseite. Da kommen Sie hin, wenn Sie hier auf Endlagersuche Zwischenbericht Teilgebiete klicken, dann landen Sie auf einer Darstellung, die so aussieht. Und wenn Sie das hier über die interaktive Karte laden, anklicken, dann wird dieser GIS-Viewer aktiviert. Sie können hier Neuigkeiten nachlesen. Wir haben hier immer mal wieder eine Änderung vorgenommen, indem wir Dinge hinzufügen zum Beispiel, und das beschreiben wir dann auch entsprechend. Dieses Kästchen können Sie dann aber auch ganz einfach wegklicken. Und jetzt sind Sie hier auf der interaktiven Karte unterwegs. Die können Sie mit der Maus, wenn Sie den linken Mauszeiger gedrückt halten, hin und her schieben. Sie können da reinzoomen. Wenn man so ein Rädchen hat, geht das ganz gut. Oder Sie nutzen hier das Plus- und Minuszeichen und können sich jetzt im Prinzip die Teilgebiete angucken. Sie können das in der Gesamtschau machen, wie das hier dargestellt ist. Wenn Sie hier mal runterklappen, Sie sehen hier die 4 verschiedenen Funktionen, die Sie aktivieren können. Jetzt gerade gucken wir auf die Teilgebiete in der Gesamtschau. Wir können die uns auch einzeln angucken. Das ist da drunter. Wir können uns ausgeschlossene Gebiete angucken. Das machen wir gleich auch noch kurz. Oder Daten, die wir aus Bohrungen zum Beispiel benutzt haben. Auch die haben wir hier bereitgestellt. Aber ich fange einmal kurz zu Anfang hiermit an. Hier können Sie das runterklappen und sehen, dass wir eben Teilgebiete in verschiedenen Wirtsgesteinstypen ermittelt haben. Die sind allesamt aktiviert. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal die tertiären Tone deaktivieren, dann verschwindet das, was Sie hier im Norden Deutschlands zum Beispiel sehen. Jetzt können Sie es wieder aktivieren. Und wenn Sie
sehen wollen, welche Farbe jetzt eigentlich was bedeutet, dann kann man entweder hier unten nachgucken. Das ist eine Legende, aber auch die Karte hat eine Legende, die Sie über diese Funktion hier entsprechend anwählen können. Man kann jetzt auch die Teilgebiete einzeln anwählen. 90 Stück sind es an der Zahl. Das ist ein kleines bisschen unübersichtlicher, aber wenn Sie jetzt ein bestimmtes Teilgebiet haben, was Sie einfach mal singulär darstellen wollen, weil sich das zum Beispiel in Ihrer Heimat befindet, dann ist das über diese Funktion ebenfalls möglich. Und wenn Sie sich selber geografisch verorten möchten, innerhalb dieser Teilgebietskarte, dann geht das hier über die Suche. Da können Sie zum Beispiel, ich gebe da jetzt einfach mal Peine ein, wo die BGE auch ihr Hauptbürogebäude hat. Dann landen Sie hier ebenfalls mitten in einem Teilgebiet, wo Sie draufklicken können. Dann kommt da so ein Pop-up, der sich dann zeigt. Ich hoffe, dass das jetzt auch heute gelingt. Manchmal dauert es einen Moment, genau das sehen Sie jetzt hier. Tatsächlich ist es so, dass ich gerade nicht nur auf ein Teilgebiet geklickt habe, sondern hier liegen drei Teilgebiete übereinander, durch die Sie im Prinzip hier durchgehen können. Und wenn Sie dazu zum Beispiel zum Teilgebiet im mittleren Jura, wir reden hier von Tongestein, Prätertiärem Tongestein, mehr Informationen haben möchten, dann klicken Sie einfach auf diesen Link und schon aktiviert sich hier ein neuer Tab, wo Sie sich dann über Steckbriefe detaillierter über dieses Teilgebiet informieren können. Ich springe zurück auf die Karte, klicke auf dieses Haus und komme sozusagen wieder in die Perspektive wie zu Anfang. Ganz zuletzt möchte ich Ihnen noch eine Funktion darstellen. Das sind die ausgeschlossenen Gebiete. Dafür deaktiviere ich die Teilgebiete und aktiviere hier das kleine Auge bei ausgeschlossenen Gebieten. Und hier sehen Sie sie schon allesamt aufgeführt. Beziehungsweise einige von Ihnen wird jetzt vielleicht auffallen, dass eins fehlt, nämlich die großräumigen Vertikalbewegungen. Die fehlen, weil die haben nicht zu einem Ausschluss irgendwo in Deutschland geführt. Das sind die Ausschlusskriterien, die zu ausgeschlossenen Gebieten geführt haben. Und da können Sie sich zum Beispiel jetzt die ausgeschlossenen Gebiete, die auf das Kriterium vulkanische Aktivität zurückgehen. Wir haben hier einmal die Eifelregion, das ist die Region Vogtland-Oberpfalz. Und genau so können Sie sich im Prinzip auch durch die ausgeschlossenen Gebiete entsprechend klicken. Vielleicht soweit an dieser Stelle. Wenn Fragen kommen, gerne auch nochmal detaillierter mit dieser Karte. Aber das sind, glaube ich, so die Hauptfunktionalitäten hier. Unter dem Ding verbergen sich Daten. Das lasse ich an der Stelle erstmal sein. Wie gesagt, wenn Interesse ist, später gerne noch mehr im Detail. Und dann würde ich an dieser Stelle gerne zurückgeben, Jan, an dich. Wenn wir dann einmal zur Präsentation zurückkehren können. Genau. Wie gerade schon angesprochen, die interaktive Karte finden Sie bei uns auf der Webseite. Über die Webseite informieren wir natürlich auch über alle weiteren Sachen, die das Standortauswahlverfahren und unsere Projekte halt betreffen. Den Bereich Endlagersuche habe ich mal aufgeführt unter www.bge.de/Endlagersuche. Wir informieren aber auch auf etwas niederschwelliger Ebene, auch etwas globaler gehalten auf unserer Seite einblicke.de. Der Name ist dort Programm. Dort geben wir tatsächlich auch Einblicke in unsere Themen, auch in unsere Projekte, auch in das Standardauswahlverfahren und wo auch Stärken und Schwächen liegen und auch was halt unsere internationalen Partner machen, also die internationale Gemeinschaft in den anderen Ländern. Auch da werfen wir dann mal einen Blick drauf. Auf YouTube sind wir auch vertreten und informieren dort mit einem eigenen YouTube-Kanal. In diesem finden Sie sehr viele Videos, Erklärvideos, Videos, wo Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel, warum schießen wir das Zeug nicht einfach in die Sonne? Das wird dort auch erklärt. Nicht nur, dass es halt technisch sehr aufwendig ist, es ist halt auch sehr störanfällig, deswegen kommt es nicht in Frage. Sie finden aber auch Expertenvideos oder Videos von unseren Expertinnen, in denen sie ihr Vorgehen erklären, erläutern oder auch geologische Fachbegriffe einfach mal erläutern, was eigentlich damit gemeint ist. Sehr interessant und empfehlenswert. Darüber hinaus greifen wir natürlich halt auch die Themen halt in Broschüren auf. In unserem Einblicke-Magazin, die Broschüren und das Einblicke-Magazin lässt sich auch als kostenfreies Abo abonnieren. Dazu können Sie uns eine E-Mail schreiben.
Und dann senden wir Ihnen das zu. Und natürlich, so wie heute, auch auf Online-Veranstaltungen, aber auch auf Veranstaltungen vor Ort, wenn es die Situation zulässt. Darüber hinaus stellen wir uns natürlich auch der Fachöffentlichkeit und diskutieren unsere Ergebnisse, zum Beispiel in Fachworkshops. Gerade zu Beginn haben recht viele Fachworkshops stattgefunden, um die einzelnen Kriterien auch diskutieren zu können, das Vorgehen diskutieren zu können. Das wird jetzt auch im nächsten Schritt wieder der Fall werden, dass dort wieder entsprechende Fachworkshops dann zum Tragen kommen. Allerdings auch im Webforum, so haben wir unser Vorgehen zum Beispiel für unsere Anwendungsmethodiken für die verschiedenen Kriterien, die Herr Reiche gerade vorgestellt hat, auch in einem Online-Forum tatsächlich zur Diskussion gestellt und da auch wertvolles Feedback erhalten. Und natürlich, selbstverständlich, beteiligen wir uns auch an den gesetzlich festgeschriebenen Öffnungsbeteiligungen, wie an der Fachkonferenz Teilgebiete, die jetzt jüngst im August halt abgeschlossen wurde. Künftig dann in jedem Fall, weil es im Gesetz auch steht, in den Regionalkonferenzen und im Rat der Regionen. Und darüber hinaus, weil zwischen der Fachkonferenz Teilgebiete und den Regionalkonferenzen noch ein Delta ist, natürlich auch den weiteren Formaten, die dort angeregt worden sind oder angeregt werden jetzt, halt, weil das ein Ergebnis ist von der Fachkonferenz Teilgebiete. Und was war die Fachkonferenz Teilgebiete? Das war eine große Veranstaltungsreihe im wahrsten Sinne des Wortes. Der Auftakt war im Oktober 2020, wo sich dann die Fachkonferenz konstituiert hat und gebildet hat und sich eine eigene Geschäftsordnung gegeben hat. Und der erste richtige Beratungstermin fand dann im Februar statt. Es folgte ein zweiter im Juni und ein dritter jetzt im August. Und das Kernergebnis oder die Kernergebnisse dieser Fachkonferenz-Teilgebiete ist halt für uns auch tatsächlich wichtig, weil wir daran auch lernen können. Wir halt lernen das Verfahren, dass man halt nicht ganz nachvollziehen kann, warum wir oder wie wir zu diesen Teilgebieten gekommen sind, was zum einen mit der Datenzugänglichkeit halt auch zusammenhängt, aber auch mit anderen Fallstricken bei dem ganz komplexen Thema. Es gibt natürlich auch ein Unverständnis über das Auswahlverfahren als Ganzes, über die Größe und den Umfang der Teilgebiete. Es sind halt 90, eine hohe Zahl, auch noch sehr große Teilgebiete mit dabei, aber das bringt das Verfahren mit sich. Wir sieben aus. Von einer sehr hohen Flughöhe nähern wir uns der Erdoberflächenmarke an, bis wir dann schließlich dann halt wirklich den einzelnen Kiesel sehen können. Und als Fazit, wir werden die Ergebnisse und die Vorschläge der Fachkonferenz-Teilgebiete in den nächsten, also im nächsten Schritt jetzt berücksichtigen halt und entsprechend verwenden. Genau. Dann bist du wieder dran. Ich habe noch zwei letzte Folien mitgebracht, die ich Ihnen kurz zeigen möchte, weil das, was wir Ihnen bisher gezeigt haben, das war ja im Prinzip das, was wir schon gemacht haben. Sie können sich diese Ergebnisse, wie gesagt, interaktiv in der Karte angucken. Aber jetzt wollen wir noch mit zwei Folien einmal den Blick nach vorne werfen, denn es geht für uns weiter. Wir wechseln sozusagen, wenn man das Ganze jetzt juristisch mit Blick auf das Standortauswahlgesetz sich anguckt, die Paragraphen. Wir sind jetzt im Schritt 2 und jetzt ermitteln wir nicht mehr Teilgebiete, sondern sogenannte Standortregionen. Und die Eingangsgröße ist nicht mehr die weiße Landkarte, sondern die Teilgebietskarte. Wir haben in diesem zweiten Schritt, der wieder auf Basis existierender Daten stattfindet, das ist sicher wichtig hier nochmal zu betonen, wir haben andere Instrumente an der Hand, die uns das Standortauswahlgesetz vorgibt. Und diese Instrumente, die sind hier auf dem rechten Teil der Folie einmal aufgelistet. Wir haben die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen als Instrument vor uns. Darauf folgt die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Da kann man sagen, damit kennen wir uns ein Stück weit schon aus. Das haben wir ja schon mal in Schritt 1 gemacht. Und es gibt die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien, die nach Maßgabe von § 25 des Standortauswahlgesetzes angewendet werden. Wir müssen uns mit diesen neuen Instrumenten auseinandersetzen bei uns, weil es ist nicht so, dass
das jetzt so definiert ist, als würde man ein Fertighaus bauen, sondern man muss sozusagen das, was im Standortauswahlgesetz und in zwei Verordnungen, die wir ebenfalls zu berücksichtigen haben, die heißen Endlagersicherheitsanforderungs- und Untersuchungsverordnung, das, was da drin steht, müssen wir berücksichtigen und im Prinzip dahingehend auslegen, dass wir zu einer konkreten Vorstellung kommen, wie wir das Ganze umsetzen wollen. Und wie entwickelt man so eine konkrete Vorstellung am allerbesten? Man probiert es aus auf Basis von existierenden Gebieten. Und um das tun zu können, haben wir die Gebiete zur Methodenentwicklung benannt, die Sie auf dieser Karte hier sehen. Also im Prinzip sehen Sie jetzt hier vier Teilgebiete, die wir als Grundlage nehmen, um die Vorgehensweise im Rahmen zuerst der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung zu entwickeln. Sie können sich vorstellen, man kann jetzt auch sagen, wir gucken gar nicht auf konkrete Gebiete, sondern wir machen das erstmal rein konzeptionell. Wir überlegen uns das mal hypothetisch auf Basis hypothetischer Informationen und hypothetischer Gebiete. Aber wir haben gelernt, dass sich solche Vorgehensweisen, solche methodischen Ansätze viel, viel besser und präziser entwickeln lassen, wenn wir dabei den Blick auf eine konkrete geologische Situation mit all ihrer Komplexität werfen und ausprobieren, wie das funktionieren kann. Und dafür sind eben diese Gebiete zur Methodenentwicklung da. Wir haben hier unterschiedliche Wirtsgesteinskonfigurationen vertreten. Wir haben kristallines Wirtsgestein. Wir haben steil stehende Salzstruktur. Das ist hier oben ganz klein, der Salzstock Balburg. Wir haben Salz in flacher Lagerung im Thüringer Becken. Und wir haben hier im Süden Deutschlands ein prätertiäres Tongestein-Teilgebiet. Das ist der sogenannte Opalinuston. Wir werden jetzt häufig gefragt, wie habt ihr euch denn diese Gebiete zur Methodenentwicklung eigentlich ausgesucht? Habt ihr hier jetzt schon eine Vorfestlegung getroffen oder was bedeutet das eigentlich? Und an dieser Stelle ist ganz, ganz wichtig zu sagen, wir haben natürlich gar keine Vorfestlegung getroffen. Wir haben diese Gebiete uns ausgesucht, um, wie gesagt, hier unsere Vorgehensweise dran zu entwickeln. Die Tatsache, dass wir diese Gebiete ausgesucht haben, trifft dabei überhaupt gar keine Aussage, dass diese Gebiete potenziell geeigneter sind als andere. Nach welchen Kriterien haben wir uns das überlegt? Wir haben gesagt, natürlich, jede Wirtsgesteinskonfiguration sollte hier vertreten sein. Und idealerweise gucken wir uns Gebiete an, die unterschiedlich groß sind. Und das sehen Sie auch. Wir haben hier, wie gesagt, den Salzstock Balburg als sehr, sehr räumlich klar abgegrenztes Teilgebiet und das Saxothuringicum, das ist hier im kristallinen Wirtsgestein, als eins der flächengrößten Teilgebiete. Wir wollten auch Gebiete haben, die natürlich ein Stück weit repräsentativ sind für andere Teilgebiete in dem gleichen Wirtsgestein. Wir wollten Teilgebiete, wo wir unterschiedlichen Herausforderungen begegnen. Zum Beispiel, dass in einem Teil von diesem Teilgebiet wir ganz, ganz viele Daten haben und in anderen ganz, ganz wenig Daten. Weil auch das ist die Realität, der wir begegnen in diesem zweiten Schritt. Eine räumlich ungleich verteilte Datenverfügbarkeit. Und natürlich auch eine räumlich ungleich verteilte geologische Komplexität, die ebenfalls in diesem Teilgebiet mehr oder weniger im Salzstock, mehr natürlich in dem großen kristallinen Teilgebiet entsprechend abgebildet ist. Am Ende werden die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen selbstverständlich für alle 90 Teilgebiete durchgeführt. Aber bevor wir das tun, bevor wir im Prinzip da in die Bewertung, in die Breite gehen, müssen wir einmal für uns genau verstehen, wie das funktioniert und dazu eben diese Gebiete zur Methodenentwicklung. Das war der Teil, den ich Ihnen noch als Ausblick mitgeben wollte. Und damit sind wir am Ende unserer Präsentation und würden uns freuen, wenn Sie uns Fragen stellen. Vielen Dank an Jan Schürholz und Sönke Reiche. Und jetzt haben Sie Gelegenheit, alles das loszuwerden, was Sie gerne loswerden möchten. Wir sind ein kleiner Kreis. Wir müssen es auch gar nicht kompliziert machen. Wenn Sie wollen, können Sie auch einfach Ihr Mikrofon öffnen und wenn Sie wollen, auch die Kamera und losreden. War denn alles so verständlich, dass da gar keine Fragen aufkommen? Das würde mich ja wundern. Alle zufrieden? Ich kann vielleicht mal sagen, auf YouTube sind es im Moment gerade so im Schnitt immer 10, die mit dabei sind.
Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen auch vom YouTube-Kanal dann rübergewechselt sind zu uns. Hier haben Sie jedenfalls die Gelegenheit, sofort Fragen zu stellen und auch ganz viele, wenn Sie mögen. Ich kann vielleicht bei der Gelegenheit eine uns wohlbekannte Teilnehmerin begrüßen, Marion Durst. Sie ist Bürgervertreterin im Nationalen Begleitgremium und hat uns auch die Freude getan, sich für unsere Seite einblicke.de interviewen zu lassen, weil sie nämlich eine ganz großartige Aktion in ihrer Physikstunde gemacht hat. Sie hat nämlich die Schülerinnen und Schüler definieren lassen, wie denn Wörter, die wir hier in dieser Endlagersprache benutzen, wie man die auch noch verstehen kann. Und das ist sehr schön zu lesen. Danke an Marion Durst. Jetzt ist sie vor lauter Schreck. Nein, sie macht die Kamera an. Super. Da ist sie. Du darfst auch was sagen. Ja, genau. Vielen Dank für die Werbung. Ich habe natürlich das hier mit Spannung verfolgt, um zu schauen, ist das auch mein Verständnis für Anfänger hier verständlich. Und bin hoch erfreut zu sehen, dass ich hier Folien gefunden habe, die ich noch nicht kenne. Und Folien gefunden habe, die auch ohne Nennung von Paragraphen und Absatz auskommen, weil das finde ich für Anfänger immer so ein bisschen abschreckend. Und insofern finde ich das sehr schön. Schade, dass nicht so viele Teilnehmer da sind, aber ich kann mir vorstellen, das wird schon noch. Und deswegen finde ich das hier sehr schön. Vielen Dank. Ja, genau. Danke, Marion. Du hast so ein Veranstaltungsformat, muss ich immer erst etablieren. Deshalb sind wir da auch ganz unbesorgt. Und wir geben Ihnen gerne die Chance, sich noch aus der Deckung zu wagen. Ich würde sagen, so 10 Minuten warten wir auch gerne noch auf Sie. Und wenn aber dann keine Fragen kommen, beenden wir die Veranstaltung einfach, weil sie dann zu Ende ist. Weil dann gibt es ja offenbar nichts mehr zu fragen und zu sagen. Aber trauen Sie sich gerne. Wären wir jetzt bei einer Präsenzveranstaltung, wäre das der Moment, wo wir uns höchstwahrscheinlich in kleinen Gruppen zusammenstellen würden, um noch so ein bisschen hin und her zu quatschen. Da wir so wenige sind, geht das auch digital. Spricht gar nichts dagegen. Wenn Sie zum Beispiel von Sönke Reiche wissen wollen, warum er ein Endlager sucht, auch das ist eine mögliche Frage, die Sie jetzt gerne stellen dürfen. Oder wenn Sie von Jan Schürholz wissen wollen, was eigentlich seine Vorerfahrungen im Kosovo mit seiner Arbeit jetzt zu tun haben, auch das können wir durchaus diskutieren. Wir sind da ganz offen. Bei YouTube sind es wieder ein paar mehr Zuschauer, aber die haben offenbar auch keine Fragen. Es muss wohl ein sehr guter Vortrag gewesen sein. Also wenn ich darf, würde ich dann gerne noch eine Frage stellen. Mach, Marion, dafür sind wir da. Es gibt ja doch immer wieder Stimmen, die ich gehört habe, die gesagt haben, die Gebiete zur Methodenentwicklung wären ja im Prinzip doch eine Form von Vorfestlegung, denn wenn in diesen Gebieten Methoden entwickelt werden, dann können die ja gar nicht wie bei anderen Gebieten vorfristig entfallen oder rausnehmen. Inwiefern ist da noch eine Gleichbehandlung gewährleistet, wenn andere Gebiete, die nicht zur Methodenentwicklung benutzt werden, im weiteren Verfahren ja rausfallen könnten, aber diese Gebiete vielleicht nicht? Ich
denke mal, die Frage, Frau Durst, geht an mich. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe, aber ich versuche Ihre Frage mal in meinen Worten zu wiederholen. War die Frage dahingehend, dass Sie sagen, naja, BGE, ihr habt hier vier Gebiete rausgenommen und an denen entwickelt ihr die Methoden. Und damit können diese Gebiete ja eigentlich gar nicht rausfallen, bevor der Schritt 2 zu Ende ist. Bei allen anderen Gebieten könnt ihr das ja machen. Richtig? Genau das war meine Frage tatsächlich. Okay, da kann ich ganz klar darauf antworten, nämlich dahingehend, dass letztendlich gar keine Gebiete vorher aus dem Verfahren fallen, sondern dass letztendlich dieses formale Ausscheiden von Teilgebietssegmenten oder ganzen Teilgebieten letztendlich ja mit dem Standort-Regionen-Vorschlag beziehungsweise der Entscheidung vom Gesetzgeber dann am Ende erfolgen. Also insofern ist ein formales, vorheriges Ausscheiden von Gebieten so und so nicht Gegenstand von Schritt 2. Und deswegen würde sich da allein aus diesem Grund keine Ungleichbehandlung ergeben können. Und das heißt, in dem Moment, wo das erfolgt, ist die Methodenentwicklung auch abgeschlossen? Die müssen wir vorher abschließen. Also ich meine, wir haben ja letztendlich bis zu dem Zeitpunkt, wo wir einen Standort-Regionen-Bericht veröffentlichen, die Möglichkeit, methodisch was anzupassen. Ne? Und die nutzen wir auch, weil jetzt zu sagen, wir machen jetzt eine Methode und wir legen die fest und ab jetzt wird daran überhaupt nicht mehr gerüttelt, hieße ja auch all den Input zu ignorieren, den wir im laufenden Diskussionsprozess immer wieder auch erhalten und auch ganz dankbar erhalten, wenn wir unsere Arbeitsstände, das machen wir erstmals im Frühjahr nächstes Jahr, auch mit der Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit diskutieren. Also insofern traue ich mich jetzt nicht zu sagen, die Methoden, die Art und Weise, wie wir eine Sicherheitsuntersuchung durchführen, wie wir die Abwägungskriterien anwenden, das legen wir ganz klar fest. Aber es ist schon so, dass wir sozusagen dahin konvergieren müssen und dass wir zum Beispiel im Frühjahr nächsten Jahres in meinen Augen schon eine klare Idee brauchen, wie das Ganze funktioniert. Das ist ja der Anspruch, den wir verfolgen mit den Gebieten zur Methodenentwicklung. Und insofern würde ich aus meiner Sicht sagen, wir kommen da jetzt in den nächsten Monaten zu einem Verständnis, wo wir sagen, ja, das wird so funktionieren. Damit, wir sind uns da sicher genug, dass wir uns trauen, auf Basis dieser methodischen Vorgehensweise auch andere Gebiete zu bearbeiten. Und wenn wir dann aber in dem Prozess, dann kommt ein neues Teilgebiet dazu mit seinen geologischen Besonderheiten, merken, ach, hier und da müssen wir noch mal ein bisschen einsteuern, noch mal ein bisschen korrigieren, dann nutzen wir die Möglichkeit natürlich auch und denken dann nicht starr, jetzt machen wir es aber trotzdem so weiter. Okay, vielen Dank. Gerne. So, jetzt frage ich einfach mal ganz frech ab, ob es noch Fragen gibt. Frau Stasak oder Starschak oder ich bin mir unsicher, wie man Ihren Nachnamen ausspricht. Vielleicht helfen Sie mir erstmal damit. Frau Stasak, also wie ein SCH in der Mitte. Stasak. Ja. Okay. Frau Stasak, haben Sie noch eine Frage, die Sie gerne loswerden würden? Nee, ich fand es aber sehr interessant und eigentlich auch für den ersten Einblick super verständlich erklärt. Das freut uns natürlich sehr, das zu hören. Dann sehe ich noch Timmermann. Ich glaube, das war ein Herr. Haben Sie noch eine Frage? Ich fand den Vortrag auch sehr gut. Bei mir stellt sich vielleicht noch die Frage der technischen Einrichtungen, die in die Erde gelassen werden. 500 Jahre ist ja sicherlich ein langer Zeitraum. Inwieweit sind dort die Studien oder die Erforschungen sozusagen vorangeschritten, dass man testen kann beziehungsweise die Stabilität sicherstellen kann in dieser Zeit für eine mögliche Bergbarkeit? Ja, also Fragen zum Bergbau und der Bergbarkeit. Bevor ich mich daran jetzt versuche, sage ich an der Stelle lieber ehrlich, Herr Timmermann, das ist nicht so ganz mein Fachmetier. Ich bin eher aus der Perspektive der geologischen Standortsuche hier. Insofern traue ich mich nicht, Ihnen diese Frage jetzt an dieser Stelle zu beantworten. Da haben wir Leute bei uns im Bereich, die können das viel, viel besser als ich. Ich kann aber vielleicht ergänzend sagen, Herr Timmermann, dass es genau die Frage, die Sie stellen, die Frage ist, die die Kolleginnen und Kollegen, die daran arbeiten, sich auch stellen. Wie kann man sicherstellen, dass über 500 Jahre zum Beispiel Behälter so
stabil bleiben, dass man sie noch anfassen kann? Also nicht mit den Händen, aber mit entsprechendem Gerät. Und wie kann man denn ein Endlager planen, sodass es dann auch wieder geborgen werden könnte? Also nicht, dass man dann so komplizierte Planungen machen muss, wie die BGE jetzt gerade bei der Asse, weil da ist eben nicht mit geplant worden und auch nicht damit gerechnet worden, dass man die Abfälle nochmal wieder haben möchte. Sondern wie plant man denn so etwas, wenn man das mitdenken muss? Und das sind genau Überlegungen, die die jetzt gerade anstellen. Die sind noch relativ am Anfang, aber die stellen sich genau die gleichen Fragen, wie Sie sie uns eben gestellt haben. Und die sind auch wichtig, weil das natürlich schon ein anderes Konzept sein wird, als wenn man das nicht mitdenken muss. Ist noch nicht befriedigend, ne? Ist sicherlich auf dem Weg in die Richtung und 500 Jahre sind lang, die kann man eben auch nicht richtig überblicken und die Möglichkeit wird wahrscheinlich dann auch jetzt demnächst an Universitäten dann aus entwickelt. Also da muss man eben gucken. Aber ja. der Großteil der Strahlung soll ja auch durch das entsprechende Wirtsgestein ja auch abgefangen werden und nicht von den Behältern. Also die Behälter spielen schon eine wichtige Rolle als erste Barriere, aber man denkt ja an mehreren Barrieren. Also man denkt eben in der Behälterbarriere, dann gibt es eine weitere Barriere, das sind die technischen Bauwerke, um das Endlager zu verschließen. Und die wichtigste, das haben Sie richtig mitgenommen, ist eben die geologische Barriere. Und diese drei Barrieresysteme müssen aber eben auch aufeinander abgestimmt werden. Und genau da spielen dann die Fragen von Bergbarkeit oder während des Betriebs auch Rückholbarkeit noch eine wichtige Rolle. Okay, danke. Ja, wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren. Wenn jetzt keine Frage mehr ist, würde ich tatsächlich die Veranstaltung jetzt beenden. Und in einem Monat machen wir das wieder. Wir probieren mal noch ein paar andere Wege aus, wie wir die Veranstaltung bewerben können und gucken mal, ob wir wieder ein kleiner vertrauter Kreis werden oder ob es ein größerer Kreis wird, der in einem Monat von uns wissen möchte, wie das mit der Endlagersuche geht. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und kommen Sie gerne wieder. Wenn Ihnen im Nachgang Fragen einfallen, können Sie uns jederzeit anschreiben über dialog@bge.de. Da landen die Fragen dann tendenziell bei Jan Schürholz, der sie mit Begeisterung entgegennehmen wird. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.